Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Resonator. Am Alfred-Wegener-Institut, da arbeitet der Peter Lemke, der ist Leiter des Bereichs Klimawissenschaften und sitzt mir gegenüber. Hallo Herr Lemke. Schönen guten Tag. Anfang Oktober gibt es in Berlin, also Anfang Oktober 2014, je nachdem wer sich das hier wann anhört, eine Konferenz, die heißt Our Climate, Our Future. Das ist der Anlass, dass wir uns treffen. Wer konferiert da? Es konferieren alle Naturwissenschaftler, die sich für Klima interessieren, insbesondere wie sich das globale Klima regional auswirkt. Und das sind Leute aus ganz verschiedenen Bereichen, von Polarforschern bis hin zu Leuten, die sich mit Landoberflächen in Deutschland zum Beispiel oder in semiariden Gebieten befassen. In was für Gebieten? Semiariden Gebieten, also Halbwüsten. Ja, das Mittelmeer, der Mittelmeerraum zum Beispiel. Der Mittelmeer ist ein Halbwüstengebiet? Naja, wenn Sie mal in Spanien gucken und es regnet da jahrelang nicht, das ist ja öfter schon vorgekommen, dann ist es ziemlich trocken. Ja. Und um das Südufer ist natürlich Wüste. Ne? Worüber wird da im Detail konferiert? Die Struktur der Konferenz ist so, dass wir Überblicksvorträge haben, die natürlich zu den verschiedenen Themen, die auch unser Klimaverbund bespricht und untersucht. Und diese Themen, 7, 8 Themen, die werden dort vorgestellt im Plenum. Und danach geht man dann auseinander in diese 7 verschiedenen, 8 verschiedenen Topics und konferiert dann über Spezialthemen. Nicht? Es geht also um wissenschaftliche Ergebnisse, die dort präsentiert werden, die man sich gegenseitig vorstellt. Und wir haben, glaube ich, über 350 Leute, die teilnehmen. Also es ist eine ziemlich große Konferenz geworden. Findet die regelmäßig statt? Nein, diese Konferenz ist das Ergebnis eines 5-Jahre-Projektes, das wir 2009 angefangen haben. Und stellt sozusagen die erste Phase unserer Forschung dar. Und wir gehen dann jetzt in diesem Jahr in die zweite Phase und mit etwas neueren Themen, unterschiedlichen Themen, etwas reduziert auch in den Themen. Und sozusagen die zweite Phase wird dann aufbauen auf der ersten und hoffentlich dann auch wieder so schöne Resultate bringen. Kann man den Titel des Forschungsprojekts schön zusammenfassen? Es geht darum, wie sich das globale Klima, die globalen Klimaänderungen, die wir durch unseren CO2-Ausstoß miterzeugen, wie die sich regional auswirken in verschiedenen Regionen. In Deutschland, in den Polargebieten. Polargebiete sehen zwar weit weg aus, aber sie sind ziemlich nah, wenn man daran denkt, dass Grönland und auch die Antarktis, wenn sie Massen verlieren, den Meeresspiegel steigen lassen und dann ist man schon gleich in Bremerhaven. Mit dem Meeresspiegelanstieg ist es also ganz nah, nicht? Die Polargebiete sind nicht so weit fern, wie man eigentlich denkt. Welche Topics sind es, die Sie da besprechen werden auf der Konferenz? Es sind 8 Themen, die wir haben. Das erste geht um die Modellierung des gekoppelten Systems Atmosphäre, Meer, Eis, Ozean, Landoberflächen. Das ist eigentlich sozusagen das Verbindende zwischen allen anderen Topics. Wir wollen dort verstehen, wie das gesamte System sich auswirkt. Also was machen die Wechselwirkungen zwischen Landoberflächen und Atmosphäre, Eis und Ozean für das regionale Klima aus? Das sind komplizierte mathematische Modelle, die basieren auf den globalen, global wirksamen physikalischen Gesetzen. Die werden dann regional angewendet und dann versucht man, das Klima zu verstehen und auch im Endeffekt vorherzusagen. Ist das eine große Formel, in die Sie dann... Oh, das sind ganz viele Formeln. Das sind ganz viele Formeln. Das sind ganz viele Formeln und die Computerprogramme haben einige 100.000 Zeilen. Das sind also Riesenprogramme. Sie müssen sie, weil Sie ja nach regionalen Effekten suchen, auch hoch auflösen. Wenn man sich vorstellt, solch ein Klimamodell, das funktioniert ja so, dass man die Erde, also die Atmosphäre, den Ozean, das Eis, die Landoberflächen in Hunderttausende von Gitterpunkten einteilt. Und man guckt dann, wie
die Windsysteme wie die Ozeanströmung und auch die Eisbewegung die physikalischen Bedingungen in den einzelnen Boxen beeinflussen. Man verfolgt, das ist praktisch wie eine Rechnung, die man auf dem Girokonto macht. Es gibt in so einer Box Luft, die hineinströmt, Luft, die hinausströmt, und die Luft, die hineinströmt, hat eine bestimmte Temperatur, die hinausströmt auch, und man kann dann durch den Wärmetransport dann ausrechnen, was in der Box tatsächlich übrig bleibt. Wenn da mehr reinfließt als rausfließt an Wärme, dann wird's wärmer. Das ist wie auf dem Girokonto. Wenn Sie weniger ausgeben und mehr reinkommt durch Ihr Gehalt, dann wächst Ihr Guthaben. Das ist so auch so. Und im Prinzip sind viele dieser Klimarechnungen erst einmal Budgetrechnungen, die wie ein Girokonto funktionieren. Das Komplizierte ist, dass diese Boxen für regionale Klimamodelle sehr klein sein müssen, weil sie ja die Alpen zum Beispiel auflösen wollen. Wie klein? Wie klein? Einige 10 Kilometer. Global gesehen ist das schon schwierig, deswegen sind die regionalen Modelle meistens fokussiert auf einen Teil des Globus. Unser arktisches Modell, das reicht also vom Nordpol bis 60 Nord ungefähr. Also mehr kann man hochauflösend mit den heutigen Computern effektiv nicht durchrechnen. Die globalen Modelle haben Maschenweiten, also Gitterboxgrößen von mehreren 100 Kilometern. Also 500 Kilometer ist das Typische. Und wir wollen sie unter 50 Kilometer haben. Eigentlich wollen wir 10 Kilometer haben. Und wenn Sie könnten, wie Sie wollen, wie groß wären die Boxen dann? Naja, ich glaube, für solch ein Tal in den Alpen brauchen Sie schon eine Kilometerauflösung. Wenn Sie für das Ötztal zum Beispiel das vorhersagen wollen. Aber häufig ist es so, dass Sie nicht das Ötztal haben wollen, sondern eben Tirol. Und zwar nördlich der Alpen oder südlich der Alpen, des Hauptkammes. Und dann müssen Sie natürlich dann Maschenweiten haben, die vielleicht ein paar Kilometer ausmachen. Also 10 Kilometer wäre schon eigentlich unser Wunsch. 50 Kilometer ist das, was wir heute häufig schaffen. Mehr schaffen wir nicht. Auch gar nicht, also es gibt auch keine Spezialanwendungen, wo Sie dann tatsächlich noch weiter runterkommen als 10 Kilometer? Doch, es gibt natürlich kurzfristige, alle Wettermodelle sind natürlich so, dass sie auch auf 5 Kilometer Basis laufen können und auch laufen. Für Wettervorhersagen wird das gemacht. Da wird ja die Integrationszeit tatsächlich nur über ein paar Tage gerechnet. Wir wollen für Klima ja einige 10 Jahre oder 100 Jahre durchrechnen. Und dann kann man mit einem typischen Lauf, man will den ja innerhalb von ein paar Tagen oder einer Woche oder einem Monat auch durchbekommen. Will ja irgendwann Ergebnisse haben, ja. Genau. Und dann geht das also nur mit einer reduzierteren Auflösung. Natürlich Spezialanwendungen für katabatische Winde zum Beispiel. Was für Winde? Katabatische Winde, die von den Eisschilden in Grönland oder auch in der Antarktis herunterfließen. Auf den Eisschilden wird der kalte Luft produziert und die rutscht sozusagen den Eiskuchen herunter. Ja. Und diese katabatischen Winde, die man bei der Neumeier-Station zum Beispiel misst, die sind häufig Sturmstärker. Durchgehen. Also lange Bewegungen der kalten Luft, die oben von dem Eisschild herunterrauscht. Einfach nur, weil die Luft runter will. Schwer ist. Die kalte Luft ist schwer und die rutscht sozusagen den Berg runter. Ich hätte gedacht, dass die Sturmstärke erreicht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, die katabatischen Winde, das ist, und zwar sind die kalt. Die sind kalt und stark. Wie kalt? Minus 40. Im Winter minus 60. Das ist ja entsetzlich. Ja. Und im Sommer minus 20, 30. Das ist ja immer noch entsetzlich. Immer noch entsetzlich, ja. Ja, ich war im Januar auf der Kohlenstation bei 75 Nord Süd und habe dort den kältesten Sommer meines Lebens verbracht. Strahlblauer Himmel, 4 Wochen lang, 6 Wochen lang und die Sonne geht nicht unter. Ja. Es ist immer hell. Aber minus 30 bis minus 40 Grad. Dürfte wahrscheinlich auch einer der spektakulärsten Sommer Ihres Lebens gewesen sein, dann, oder? Ja, da zahlt man den Preis der Kälte ja wahrscheinlich dann ganz gerne. Ja, das ist richtig. Ja. Sie sagten eben ein Lauf, also wenn Sie Ihre Maschinen anwerfen, um irgendetwas zu berechnen. Ist es tatsächlich so, Sie schalten ein, irgendwann kommt ein Ergebnis raus und dann schalten Sie wieder ab? Oder ist das ein kontinuierlicher Rechenprozess, aus dem Sie immer wieder stichprobenartig Ergebnisse rausholen? Also typischerweise werden ja Modelle erst einmal gebaut. Sie müssen erstmal konstruiert werden, numerisch konstruiert werden. Die werden getestet in Testläufen. Man guckt, ob sie konsistent sind, ob das rauskommt, was man eigentlich erwarten würde. Also Sie messen bei vorgegebenen Randbedingungen. Sie messen den Ist-Zustand und wissen, wie die Vergangenheit war und das Modell. Ja, Sie haben sozusagen Beobachtungen der letzten 50 Jahre zum Beispiel.
und konstruieren das Modell so, dass es das einigermaßen richtig wiedergibt. Mhm. Und diese Testläufe, die sind ganz unterschiedlich, je nachdem, wie weit fortgeschritten das Modell ist. Wenn es noch nicht gut ist, dann muss man die kurz vorher abbrechen, nicht? Aber die Produktionsläufe, nicht? Wo man dann weiß, das Modell ist in Ordnung. Und jetzt produziere ich mal einen Lauf, der meinetwegen 300 Jahre, für die nächsten 300 Jahre etwas aussagen soll, dann wird man das natürlich als einen kontinuierlichen Lauf machen. Man guckt natürlich die Ergebnisse sich an unterwegs und guckt dann, weil der ja mehrere Monate unter Umständen braucht, um durch den Computer durchzugehen. Es ist ja nicht so, dass wir alleine solch einen riesen Computer benutzen, sondern da sind viele Nutzer drauf und das Modell rutscht so langsam mit seinen Rechnungen durch den Rechner durch, nicht? Mit neben anderen Rechnungen. Das heißt, Sie müssen Rechenzeit anmieten sozusagen auf genau. irgendwelchen großen Computern, auf was weiß ich, Richtig. In Jülich oder ja, ja, in Hamburg zum Beispiel beim Klimarechenzentrum. Ja. Wir haben auch einen eigenen Rechner am Alfred-Wegener-Institut, wo viele Testläufe schon gemacht werden. Und dann rechnen wir in Hannover und Berlin, nicht, auf dem Landesrechnungs-, Hochleistungsrechenzentrum Hannover, Berlin und auch in Stuttgart, Jülich glaube ich auch. Aber es sind verschiedene Rechner, die wir benutzen. Fällt da irgendwas Grafisches hinten bei raus oder sind das einfach Zahlenreihen, die... Ja, das sind erst einmal Zahlenreihen, aber die werden natürlich gleich grafisch aufgebaut, weil aus den Zahlen sieht man nicht viel. Eben. Man kann aber leicht aus einem Diagramm, das einem die geografische Verteilung der Temperatur zeigt oder eine Temperaturzeitreihe zeigt, ganz schnell sehen, ob irgendetwas faul ist oder ob irgendetwas Interessantes aus der Rechnung herausgekommen ist. Interessiert Sie hauptsächlich die Temperatur? Nein, also... Das hängt davon ab, wer welches Modell wo benutzt. Zum Beispiel, ich selber interessiere mich für Polargebiete. Ich interessiere mich darum, wie die Atmosphäre, das Meereis, der zugefrorene Ozean und der Ozean selber miteinander kommunizieren. Und mich interessiert zum Beispiel auch die Meereisausdehnung. Können wir die Veränderung der Packeisgrenzen, die wir beobachten, den Rückgang in der Arktis, das stabile oder leicht anwachsende antarktische Meereis, können wir das im Modell nachvollziehen, können wir das verstehen und verstehen wir auch die Unterschiede, die man zwischen den Jahren sieht. Denn nicht jeder Sommer und nicht jeder Winter ist der gleiche wie im Jahr zuvor. Können Sie es verstehen? Wir haben vieles verstanden, ja. Was das Meereis betrifft, da habe ich ja selber auch mit dran gearbeitet, seit 1975 ungefähr, an dynamischen Einstellungen, nicht wie reagiert so ein Packeisfeld, das 1, 2, 3 Meter dick ist, das aus Schollen besteht, weil der Wind und die Tiden das Eis zerbrochen haben. Das bewegt sich auf dem Ozean, die Schollen kollidieren, sie brechen und man muss dafür praktisch Rechnungen aufstellen, die Festkörpereigenschaften, also die Eigenschaften eines Materials, eines solchen Schollensystems, der Widerstand gegen das Zerbrechen selbst mit in dem Modell einbaut, nicht? Und diese dynamischen Eigenschaften, die wir dort eingebaut haben, die funktionieren inzwischen ganz gut, weil wir ein Bewegungsfeld beobachten und wir können auch die modellierte Eisdrift dann an dem beobachteten Bewegungsfeld aus den Fernerkundungsdaten testen, ob wir damit richtig liegen. Und da haben wir eigentlich einen ganz guten Erfolg gehabt. Also inzwischen verstehen wir vieles. Wir verstehen natürlich nicht alles, weil wir die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Komponenten eigentlich nicht lange genug beobachtet haben. Das Meereis kennen wir erst seit 1978 gut. Die Ausdehnung. Die Dicke überhaupt nicht. Die Dicke, da haben wir selber am Alfred-Wegener-Institut auch Verfahren. Wir wissen nicht, wie dick das ist? Nein, das sehen Sie von oben aus dem Satelliten nicht. Entweder fahren Sie hin und bohren Löcher. Und dann können Sie das in 2 Monaten, haben Sie 20.000 Löcher gebohrt. Und dann wissen Sie überhaupt nur über den kleinen Bereich, den Sie untersucht haben, Bescheid. Aber nicht über die ganze Arktis zum Beispiel oder die ganze Antarktis. Also Sie kennen die Eisdicke in bestimmten Bereichen, zu bestimmten Zeitpunkten, in 2 Monaten, meinetwegen im Winter, in der Arktis überhaupt nicht, weil man da nicht hinfährt, das ist zu schwierig. Und man muss also die Dicke, die kann man nicht mit Fernerkundungsmethoden angucken. Ich hätte gedacht, das ist dann wahrscheinlich in meiner Raumschiff Enterprise-Vorstellung, dass Sie irgendein Fluggerät haben, das da rumfliegt und sagt so, ich sende jetzt mal Strahlen aus und empfange dann die Eisdicke. Ja, genau so wird das auch gemacht, aber diese dicken Eisdicken-Messungen, die können wir
nur vom Hubschrauber aus machen von Polarstern, nicht? Und dann auch nur im Bereich 100 Kilometer um Polarstern herum, also nicht in der ganzen Arktis. Weil das die Reichweite des Hubschraubers ist. Des Hubschraubers. Oder wir können das auch mit unserem Polarforschungsflugzeug machen inzwischen, auch mit beiden. Und dann kann man etwas größere Strecken, also einige 100 Kilometer abfliegen. Aber die ganze Arktis zu durchfliegen, praktisch jeden Monat einmal, ist unmöglich, ist auch viel zu teuer. Man bräuchte eine Drohnenflotte. Man bräuchte einen Satelliten, der das kann. Und es gibt inzwischen einen Satellit, der das kann. Jedenfalls angefangen hat, die Eisdicken zu messen, Kryosat 2. Der erste ist leider abgestürzt und der zweite ist jetzt seit 2010, glaube ich, im Orbit und misst die Eisdicken, indem er so einen bleistiftstarken, naja, ein bisschen dicker als ein Bleistift ist er schon, so einen Strahl runterschickt und sich die Reflexion anguckt. Nicht, ist wie ein Altimeter, so ein Abstandsmesser. Und der sieht dann zwischen den Schollen das Wasser und dann sieht er die Schollen, die gucken so ein bisschen aus dem Wasser raus, 10, 20 Zentimeter. Es muss also ziemlich genau gemacht werden. Und dann kann man aus diesem Freibord, das man misst, vom Satelliten aus die Eisdicke bestimmen mit ein paar bestimmten Annahmen. Aber das ist sozusagen erst der erste Test, dass so etwas geht. Man kriegt einigermaßen vernünftige Ergebnisse, aber genau genug ist das eigentlich noch nicht. Und in der Antarktis ist das Eis zu dünn, dass wir das machen können. Da fahren wir im Winter, so wie ich das auch im letzten Jahr gemacht habe, im Juni bis August, fährt man im Winter mit Polarstern hin und misst dann die Eisdicke. Und dann misst man die Eisdicke, die ist so zwischen 60 Zentimeter und 1,50 Meter oder 3 Meter, manchmal alte Schollen, dick. Und hat dann aber auch nur einen kleinen Bereich. Mhm. Nicht? Also einen großen Bereich haben wir nicht. Das Tolle ist bei der Ausdehnung, wenn man also nur die Fläche des Meereises sich anguckt, dass man das von Satelliten sehr gut sehen kann, seit 1978. Und da haben wir interessante Daten, also fast 40 Jahre, die schon starke Schwankungen zeigen. Die zeigen in der Ausdehnung, dass das arktische Meereis stark zurückgegangen ist. Das ist, wenn es so weitergeht, 2050 oder 2070 im Sommer nicht mehr da ist. Im Sommer ganz weg ist. Und Dann ist da Meer, ne? Da ist Ozean. Da ist da Ozean da drunter. Ja, der Nordpol ist ja ist ein Mittelmeer, nicht? Der arktische Ozean ist ein Mittelmeer, da hat nur so ein paar kleine Ausgänge, ganz dünnen, kleinen, flachen Ausgang zum Pazifik und einen etwas tieferen Ausgang bei Grönland, zwischen Grönland und Spitzbergen, 2500 Meter tief in die Grönlandsee und dann in den Nordatlantik. Also diese Änderung, die wir in der Eisdicke sehen, ist lokal, sie ist zeitlich befristet. Es gibt einen ersten Anhaltspunkt für die Eisdickenveränderung. Wir sehen eine Ausdünnung in der Arktis. Wir sehen keine großen Änderungen in der Eisdicke in der Antarktis. Wir sehen dort von der Fläche her eine leichte Ausdehnung im Winter, Maximum im Winter. Es bleiben ein paar Reste mehr im Sommer übrig, aber so richtig signifikant ist es im Süden nicht. Es bleibt also da einigermaßen stabil. Das heißt, die Antarktis ist gesund, weil da gab es doch gerade die Tage irgendeine Meldung, die so an mir vorbeiflog, dass da irgendein Eisschild jetzt Der über Eisschild, eine Klippe gegangen wäre oder sowas. Ja, es gibt natürlich, in der Antarktis gibt es mehrere Formen des Eises, die wichtig sind. Das erste Mal ist diese große Eiskalotte, also der Eisschild, der 4 Kilometer dick ist und ein paar tausend Kilometer im Durchmesser die ganze Antarktis bedeckt. Und am Rand in den Buchten fließt dieser Eisschild in das Meer und bildet Schelfeis in den Buchten. Und dieses Schelfeis ist an der Basis 1 Kilometer dick und an der Kante vielleicht 200-300 Meter dick. Das ist also ganz dickes, süßes Eis, was da schwimmt. Und dann gibt es das Meereis. Das ist also einfach nur der gefrorene Ozean. Das ist ein bisschen salzig, also eine ganz andere Eisform. Und was man aus Satellitendaten gesehen hat, übrigens dieser gleiche Satellit Kryosat, der misst auch die Form der Eisschilde und hat auch gesehen, dass sowohl die Antarktis als auch Grönland Eis verliert. Aber das wissen wir aus anderen Daten auch schon, dass die Antarktis 0,3 Millimeter pro Jahr an Meeresspiegelanstieg macht, pro Jahr durch die Eisverluste. Und in Grönland sind das 0,6. Und also insgesamt fast 1 Millimeter aus den Eisschilden inzwischen durch die Eisberge, die abfließen, oder durch das Schmelzwasser, das abfließt, dann gegeben ist. Also Meeresspiegel steigt 3 Millimeter. 1 Millimeter kommt
von den Eisschilden. 1 Millimeter, ungefähr 0,8 kommt von den Gletschern in den Gebirgen. Das fließt dann durch die Flüsse ins Meer. Und das sind auch Sachen, die wir auch in Reklam untersuchen. Thema 2 ist die Eismassenbilanz in der Arktis und in der Antarktis und die Meeresspiegeländerung, die wir global messen und verstehen wollen und die wir natürlich auch lokal in der Nordsee verstehen wollen. Wie viel Meeresspiegelanstieg ist im Eis insgesamt gespeichert? Weiß man das? Also angenommen, ja, alles würde schmelzen. Wie würde der Planet aussehen? Das weiß man. Wenn Sie alle Gletscher in den Gebirgen schmelzen, dann kriegen Sie 30, 40 Zentimeter. Wenn Sie Grönland schmelzen, kriegen Sie 7 Meter. Das ist schon viel. Wenn Sie die Antarktis schmelzen, 57. 57 Meter? Ja. Das heißt also Bremen, wenn die Antarktis schmilzt, dann ist Bremen nicht mehr zu sehen. Nicht? Das ist ganz klar. Selbst die Lüneburger Heide, wo ich wohne, das sind 58 Meter Meeresspiegel. Da habe ich dann vielleicht ein Strandgrundstück. Nicht? Aber die Antarktis schmilzt nicht so schnell. Grönland, nein, das ist, ja, also auch Grönland. Grönland bei 7 Meter. Grönland zu schmelzen, das dauert 500 bis 1000 Jahre. Da muss man aber schon ordentlich Wärme erzeugen. Nicht? Und wir können das. Nicht? Wenn wir so weitermachen, werden wir das auch machen. Aber das dauert 500 bis 1000 Jahre. Es ist also nicht so, was in den nächsten 20, 30 Jahren passieren kann. Was kann in den nächsten 20, 30 Jahren passieren? Naja, es kann passieren, so das Maximale, was wir abschätzen für den Meeresspiegelanstieg. Also zurzeit sind es 3,2 Millimeter pro Jahr. Das heißt also in 100 Jahren 30 Zentimeter ungefähr. Ist das Worst Case oder Best Case? Nein, das ist sozusagen der gegenwärtige Verlauf. Ah. Nicht? Aber die Erwärmung nimmt ja zu. Und die Prognosen für den Meeresspiegelanstieg, die liegen bei zwischen 50 und 90 Zentimeter in diesem Jahrhundert. Also sagen wir mal so ein Meter, maximal wahrscheinlich ein Meter, wenn wir nichts tun, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und das würde sich dann einfach fortsetzen. Nicht? Aber ein Meter ist schon für Bremerhaven auch ein Problem, denn der Meeresspiegelanstieg ist ja nicht nur das, was das Klimasystem für sich macht. Ein Meter ist, hört sich nicht viel an. Die Deiche sind ja viel höher. Naja, aber die Sturmfluten werden dadurch ja auch höher. Die sitzen da drauf, genau. Ja, und das ist das Problem. Nicht? Die Sturmfluten sitzen da drauf, alle Windsysteme nicht und Seegang sitzt da drauf. Und dann heißt es, wenn man mit der gleichen Sicherheit hinterm Deich wohnen will, nicht, dann muss man in jedem Jahrhundert die Deiche um einen Meter höher machen. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, kostet viel Geld. Aber wahrscheinlich ist es eher leistbar, als die Klimaerwärmung irgendwie einzudämmen, oder? Da würde ich erst mal sagen, wir sparen ja Geld, wenn wir das Öl nicht einfach verbrennen, sondern die Sonne benutzen oder den Wind. Aber dazu muss man auch, das Problem ist ja, dass der individuelle Komfortanspruch, der verhindert ja gerne mal, dass man vielleicht ein Auto fährt, das nur 5 Liter verbraucht, anstatt 10. Ja. Das ist das Problem. Und wenn man sagt, wir müssen Deiche hochbauen, damit das Hochwasser nicht kommt, das scheint mir eher bei den Menschen anzukommen, als ihnen zu sagen, du fährst jetzt mal ein kleineres Auto. Die Deiche nicht überall hochbauen. Nicht? Wenn Sie die Deiche höher machen, dann müssen Sie sie breiter machen, weil sonst sinken sie ein. Nicht? Sie müssen also irgendwo den gleichen Druck wie jetzt haben, nicht? Und das heißt, sie müssen breiter machen. Sie müssen in Bremerhaven Platz aufgeben. Das heißt, die Stadt verkleinern, nicht? Im Prinzip. Und zwar mehrseitig. Ja, klar. Naja, nicht nur mehrseitig, sondern auch landseitig, nicht? Sie können die Deiche ja nicht immer. Ich meine, den Teil der Stadt, der am Meer liegt. Ja, genau. Das heißt also, sie müssen die Stadt verkleinern. Und es gibt viele Bereiche, wo sie einfach keine Deiche bauen können, nicht? In Bangladesch zum Beispiel, nicht? Wenn Sie sich diese Flussdelta mal angucken mit den Tausenden von Armen, und Inseln, nicht? Das ist nicht leistbar. Das heißt also, die werden ganz einfach ins Landesinnere ziehen müssen und das Land aufgeben, nicht? Das dann unter Wasser steht. Die Holländer haben ja sich ein etwas anderes ausgedacht. Sie machen ja keine Deiche, um das Wasser ganz zurückzuhalten, sondern sie machen Wellenbrecherdeiche und haben hinterm Deich ein See, in dem die Häuser schwimmen. Nicht? Mhm. Und man muss ja nur, und dann schwimmen die Häuser einfach mit dem Meeresspiegelanstieg etwas höher. Es ist kein Problem. Das Problem, das ist ja auch keine Option für Städte. Das ist keine Option für Städte, aber man erreicht ja dadurch, dass man den Wellenbrecherdeich vorne hat, der kann ja ruhig überschwappen. Nicht? Die müssen ja stabil sein von beiden Seiten. Und dadurch, dass man diesen Wellenbrecherdeich hat, dann verhindert man auch in dem See dahinter, dass sich Wellen aufbauen und die Häuser zerschlagen. Nicht? Ist das auch eins der Topics?
das Sie besprechen auf der Konferenz? Also nicht den Bau von solchen Städten, sondern tatsächlich, wie wirkt sich der Meeresspiegel auch in der Nordsee aus und was beobachten wir in der Nordsee? Und das Interessante ist ja auch hinterher herauszufinden, nicht, das machen wir nicht speziell direkt, ist, was macht sozusagen die, was machen die Küstenstädte und Dörfer tatsächlich dann? Nicht, was passiert mit dem Ökosystem, was passiert mit den Stränden, mit den Touristen? Und die Küsten sind ja ein viel genutztes Gebiet, nicht? Und das ist natürlich etwas, was man dann mit beobachten muss. Ne? Ist bei den Küstenstädten das schon angekommen? Also ist da Bewusstsein dafür da, dass da eine Welle auf sie zurollen wird, im wahrsten Sinne des Wortes? Oh, ich glaube schon. Ich glaube schon. Die Küstenstädte wissen das, aber die denken natürlich auch, naja, so ein Meter in 100 Jahren, das können wir noch ein bisschen hinschieben, nicht? Aber ich glaube schon, dass es Sinn macht, einfach vorzubeugen und nicht so viele fossile Energien zu verbrauchen, nicht für unseren Energiebedarf, sondern einfach die Sonne nehmen, nicht? Wenn man sich mal anguckt, die Sonne produziert so viel Wärme, viel, viel mehr, als wir jemals gebrauchen können. Nicht? Der Golfstrom transportiert so viel Wärme wie 1 Million Kernkraftwerke. 1 Million Kernkraftwerke. So viel, wenn man das nur nutzen könnte, wäre das schon toll. Nicht? Wie würde man den Golfstrom nutzen? Okay, Wärmetauscher, ja, an Seilen runterlassen? Ja, zum Beispiel Oberflächentemperaturen und die Temperatur die Temperaturunterschiede im tiefen Ozean benutzen. Aber nein, es gibt andere, natürlich im Ozean selber, andere Möglichkeiten, den Seegang zum Beispiel auszunutzen, indem man einfach eine große Kugel nimmt, die schwimmt dann rauf und runter und innen drin ist ein schwerer Kern. Und der wird natürlich, wenn die Kugel von unten hochgedrückt ist, bleibt der Kern unten. Die Feder, an denen die hängt, die geht zusammen, nicht? Und dann kann man aus dieser Energie, aus der kinetischen Energie, die dann in Potenziale umgebaut wird, da kann man einen Strom machen, nicht? In diesem Kern einfach hoch und runter läuft mit dem Seegang. Oder ein Tidenkraftwerk, nicht wie in der Biscaya, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Warum bauen wir sowas eigentlich nicht verstärkt, weil es Geld kostet? Ja, bei uns sind die Tiden wahrscheinlich nicht so hoch, dass sich das lohnt. In der Biscaya ist das sicherlich so und es gibt schon einige Ecken und auch Pläne in England zum Beispiel, so einen ganzen Fjord abzuschotten und dann einen Staumauer zu bauen und dann sozusagen das die potenzielle Energie, die in so einem Wasserberg in der Tide benutzt und dann, wenn es wieder zurückläuft, durch Turbinen durchläuft, nicht? Und diese Nutzung, aber es gibt andere, nicht? Solarenergie oder Windenergie und irgendwo auf dem Planeten ist immer Sonne und immer Wind, nicht? Das Problem ist ja nur, wie man die Energie dann zum Verbraucher bekommt, nicht? Und das merkt man ja auch schon bei unseren Windkraftanlagen, die in der Nordsee stehen, nicht? Die stehen da und könnten produzieren, aber die Anbindung an das Netz an Land ist noch ein Problem, nicht? Und ist das immer noch nicht gelöst? Ja, ich glaube, die arbeiten daran, nicht? Aber unsere Netze sind ja ziemlich marode. Mhm. Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein Schiff aus der Papenburger Werft herausgebracht werden sollte in die Nordsee und dann hat man eine Hochspannungsleitung über der Ems aufgemacht und dann ist in einem Korridor von der Ems, also von Papenburg, bis runter nach Spanien, ist der Strom ausgefallen für mehrere Stunden. Nicht? Und das zeigt ja nur, wie instabil unsere Netze waren und zum Teil immer noch sind. Das Problem scheint mir auch zu sein, dass Politik zu kurzfristig denkt oder zu kurzfristig handelt. Sicherlich liegt das auch in der Politik, aber auch die Energiefirmen haben viel investiert in die Produktion von Energie und weniger in den Transport zum Verbraucher, nicht? Und das muss jetzt natürlich nachgeholt werden und dann fragen die natürlich nach sozusagen, wer bezahlt das? Genau, das meine ich. Also man könnte sie ja zwingen auf irgendeine Art und Weise. Warum interessiert Sie ausgerechnet der Meeresspiegel der Nordsee? Weil wir in Deutschland sind und die Nordsee an Deutschland grenzt? Ja, natürlich. Also das ist natürlich ein Grund, nicht, das regional sich anzugucken. Es gibt natürlich, wenn man sich den Meeresspiegelanstieg anguckt, häufig die Aussage, global gesehen sind das zurzeit 3 Millimeter pro Jahr. Mhm. Aus Erwärmung, weil das Ozeanwasser sich ausdehnt bei höherer Temperatur, aus Schmelzwasserzufluss und dadurch auch, dass sich das Wasser auf den Kontinenten verändert, dadurch, dass man Talsperren baut oder einfach zu viel Wasser abzieht. Und diese Änderungen zusammen, 3 Millimeter pro Jahr,
global gesehen, die sagen natürlich nichts über regionale Verhältnisse aus, nicht? Denn die regionalen Verhältnisse in Skandinavien zum Beispiel sind ganz anders, nicht? Mhm. Da kommt der Kontinent immer noch nach der letzten Eiszeit sozusagen nach oben. Ach, der ist noch, ach ja. Der geht immer noch nach oben und zwar schneller als der Meeresspiegel steigt, deswegen sind die ziemlich sicher. Mhm. Bei uns ist es so gerade ausgeglichen und es gibt dann Bereiche, die aber absinken, nicht? Und da muss man natürlich genau hingucken. Es gibt ganz unterschiedliche regionale Änderungen, auch im Ozean selber, nicht? Denn die Meeresspiegelhöhe hängt davon ab, wie warm das Wasser an der Stelle ist. Wenn es warm ist, ist der Meeresspiegel oben, weiter mhm. oben, nicht? Ist es ausgedehnt und dann haben sie oben tatsächlich einen Berg, da wo mhm. es warm ist. Und da gibt es eine Zirkulation darum, nicht? Und die dynamischen Verhältnisse, also die Meeresströmungen, die spiegeln diese dieses Meeresspiegelanstiegsmuster wieder, nicht? Denn die beeinflussen den ja auch, nicht? Sie kriegen durch die dynamische Änderung, durch Meeresströmung natürlich auch Meeresspiegelhöhenänderungen zustande, nicht? Das ist eine ziemlich komplizierte Wechselwirkung zwischen der Erwärmung, dem Zufluss von Schmelzwasser und der Zirkulation im Ozean, der Bewegung der Ozeanströmung. Und das schaffen Sie tatsächlich zu modellieren? Wir kennen einiges davon. Ja, es gibt, das Tolle ist ja, ich bin fasziniert, dass Flüssigkeiten, nicht wie die Luft oder der Ozean, die Strömungsgesetze, die sozusagen die Bewegung regulieren, die kennen wir relativ gut. Mhm. Nicht? Was wir natürlich nicht so gut kennen, sind die genauen Auswirkungen, weil wir Buchten nicht gut formulieren, noch nicht gut formulieren können. Sie brauchen dafür eine ziemlich hohe Auflösung. Auch im Ozean selber, der ist etwas schwieriger zu modellieren als die Atmosphäre. Von der Computertechnik her, nicht so sehr von der Physik, aber von der Computertechnik her, weil sie eine viel höhere Auflösung brauchen. Mhm. Denn die Tiefdruckgebiete, nicht die Strukturelemente in der Atmosphäre, so ein Tiefdruckgebiet hat einen Durchmesser von 1000 Kilometern. Sie brauchen also, wenn Sie die Meteorologie beschreiben wollen, nicht die Atmosphäre beschreiben wollen, vielleicht Maschenweiten von 100 Kilometern, dann haben Sie schon so ein Tiefdruckgebiet ganz gut modelliert, nicht? Im Ozean sind diese Wirbel, mhm. nicht, viel kleiner, 100 Kilometer. Das heißt also, Sie brauchen, wenn Sie da das Äquivalente modellieren wollen, nicht, ein Computermodell, das 10 Kilometer auflöst, also eine zehnfache Auflösung hat und natürlich deswegen viel teurer ist, auf dem Computer durchzurechnen. Nicht? Also der Ozean ist in der Hinsicht schwieriger. Aber wir kennen natürlich viele Beobachtungen und da haben uns die Meteorologen natürlich einiges vor. Zeitlich gesehen, die sind natürlich schon seit 100 Jahren dabei, die Atmosphäre zu beobachten. Nicht? Man hat ja damals schon vor mehr als 200 Jahren gewusst, was das Wetter macht. Luftdruck und Temperatur muss man wissen, nicht? Und man mhm. muss, wenn man in Bremen ist, man muss dann wissen, wie bei einer Westströmung, man muss wissen, wie das Wetter in London einen Tag vorher war. So, und diese Informationen, die kannten schon Wissenschaftler 1800 und sie konnten damit aber nicht viel machen, weil die Information von London nach Bremen länger gedauert hat. So lange gedauert und erst als der Telegraph erfunden wurde 1845 war sozusagen die Wettermeldung schneller als das Wetter selber. Mhm. Nicht? Und da fingen an, die Wetterdienste sich aufzubauen und um die Jahrhundertwende, also um 1900 herum, gab es in vielen, vielen Ländern schon Wetterdienste und die Meteorologen waren die ersten, die diese Daten weltweit frei hergegeben haben. Also alle Beobachtungen, die in Deutschland gemacht worden sind, sind weltweit gemacht worden, nicht? Und das ist auch heute noch so. Das geht in ein globales Datennetz und jeder Wetterdienst kann alle Daten benutzen, nicht? Wir auch auf Polarstern ist eine Wetterwarte. Wenn wir mit Polarstern in die Arktis oder in die Antarktis fahren, ist immer ein Meteorologe vom Wetterdienst dabei und ein Techniker, die messen dann die lokalen Bedingungen und schicken sie dann in dieses globale Netz, Datennetz, nicht? Und das kann jeder benutzen. Und das ist natürlich für den Ozean etwas schwieriger, nicht? Es gibt natürlich nicht so viele Wetterstationen, nicht? Auf Land gibt es Wetterstationen, irgendwie 2000, 3000 Wetterstationen. Im Ozean gab es ja lange Zeit gar nichts, nicht? Da sind nur Schiffe rumgefahren, mal einmal eine Expedition gemacht und gemessen. Und heute ist es aber so, seit über 10 Jahren haben wir auch dort Messpunkte, die wandern, das sind Bojen,
Mhm. Die Bojen, das sind so Röhren, 10 Zentimeter im Durchmesser, 1 Meter hoch. Und die können ihr Volumen so ein bisschen ändern, nicht? Und die sind gerade so eingestellt, dass sie, wenn sie ihr Volumen ein bisschen kleiner machen, dann sind sie insgesamt ja schwerer und dann sinken sie in 2000 Meter Tiefe ab, schwimmen dort eine Woche, 1-2 Wochen und dann dehnen sie sich wieder ein bisschen aus und dann sind sie leichter und dann schwimmen sie an die Oberfläche. Mhm. Und während dieses Aufstiegs von 2000 Meter auf die Oberfläche messen sie Temperatur, Salzgehalt oder andere Größen. Und wenn sie oben angekommen sind, funken sie das an die Satelliten und dann haben wir die Daten sofort da. Und davon gibt es inzwischen 3000. Die schwimmen einfach so rum? Die schwimmen einfach so rum. Die schwimmen natürlich mit der Strömung. Nicht? Ja. Und man muss sie dann an bestimmten Punkten, die Lebensdauer ist 5 Jahre oder so, man muss sie dann, und man weiß natürlich immer, wo die sind. Mhm. Man kann die alle verfolgen, weil sie immer wieder auftauchen, nicht? Und Kuckuck sagen. Ja. Und dann sagen, wo sie sind und auch die Daten übermitteln. Und dann ist sozusagen das Daten dort ein ähnlich dichtes Datennetz wie auf Land. Werden die oft geklaut? Also ich könnte mir vorstellen, wenn da irgendwo eine Boah, ich glaube, und so ein die, Ding die, sieht. Die zu finden ist schon schwierig, nicht? Ja, aber es gibt natürlich Bojen, die schon mal auch in bestimmten Regionen werden die natürlich eingesammelt und verkauft, nicht? Und Elektronik ist teuer. Aber diese schwimmenden Dinger, die findet man ja nicht, weil sie meistens halt unter Wasser sind. Und nur die Wissenschaftler wissen, wo sie sind, nicht? Und wenn da zufälligerweise so ein Ding dann hochkommt neben dem Fischerboot, dann kann das natürlich sein. Aber das ist mir noch nicht bekannt geworden, dass eins von diesen Argo-Floats, so nennt man die Dinger, abhandengekommen ist. Dass die mal kaputt gehen und nicht mehr senden, das ist schon richtig. Das passiert. Und irgendwann läuft die Batterie aus und dann ist es sowieso vorbei. Hm. Wenn unser Kontinent genauso schnell steigt, also sich hebt, wie der Meeresspiegel steigt, brauchen wir uns in Deutschland keine Sorgen zu machen? Na, bei uns steigt sie ja nicht mit derselben Geschwindigkeit, nicht? In Skandinavien schon. Bei uns ist es eher ausgeglichen. Und deswegen ist die Frage ja bei uns eigentlich nur, wie kriegen wir die Deiche höher, nicht? Und das ist für uns, also man kann das ja sagen, nicht? Wir kommen eigentlich mit der Klimaerwärmung einigermaßen hin. Glimpflich davon gekommen. Sozusagen. Ja, weil wir reich genug sind, die Deiche höher zu bauen. Aber wenn man sich an diese Hitzewelle von 2003 erinnert, die wird ja irgendwann wiederkommen und dann wird sie häufiger kommen. Und diese Hitzewellen, die werden auch uns zu schaffen machen und Stürme werden uns zu schaffen machen. Bei jedem Sturm sind irgendwelche Todesfälle zu beklagen, nicht, weil irgend Bäume auf Auto stürzen, nicht, oder man fährt in so einen Baum, der gerade fällt, hinein. Und das wird natürlich eventuell zunehmen, nicht? Und bei den Stürmen ist man noch nicht so ganz klar. Die Hitzewellen werden bei einer höheren Temperatur definitiv zunehmen. Bei den Stürmen sieht man noch keine richtige Tendenz. Dafür sind unsere Zeitreihen eigentlich noch zu kurz, nicht? Wir haben. Was bedeutet das? Zeitreihen sind zu kurz? Die Beobachtungsdaten, die wir über solche Stürme haben, die sind nicht gut genug und genau genug, nicht lang genug. Ach so, wir messen noch nicht lange genug, oder? Ja, sie treten nicht so häufig auf, nicht? Wenn Sie den Jahresgang haben wollen, da haben wir 100 Jahre und können schon eine ganze Menge sagen, wie der sich geändert hat, und wir wissen ganz genau, der Frühling kommt früher, nicht? Und die Wachstumsperiode ist länger geworden und im Mittel die Winter wärmer. Sowas sehen wir, nicht? Aber extreme Ereignisse, und das ist auch ein Topic, das wir untersuchen, extreme Ereignisse in der Meteorologie wie Hagelschlag zum Beispiel oder Stürme. Und diese extreme Ereignisse, die eben, deswegen sind sie extreme Ereignisse, tauchen nur ab und zu mal auf. Und in 100 Jahren haben sie vielleicht zwei oder eine Jahrhundertflut, nicht? Mhm. Und sie können dann die Dynamik, die dahinter steht, nicht so gut herausfinden, weil sie nur ein Beispiel haben oder zwei Beispiele. Genau, und wenn es passiert, kann man ja auch schlecht dann Bojen ausbringen, während die Flut ist, weil da, ja, ist also sie müssen spät, den ganzen Vorgang, also genau. Alles, was vor solch einem extremen Ereignis passiert, auch kennen. Und deswegen sind allein aus statistischen Gründen, nicht, weil sie ja selten auftreten, sind sie sozusagen schwerer für uns verstehbar. Aber das ist etwas, was wir auch machen, nicht, um zu verstehen, wie häufig und was kann man da tatsächlich aussagen. Ab wann ist ein Ereignis eigentlich extrem?
Also Sie können einfach das statistisch definieren, indem Sie sagen, nicht, die normale Temperaturvariabilität ist meinetwegen 1 Grad, und wenn eine Abweichung von 2 Grad ist, also zweimal die Standardabweichung, dann ist es schon sozusagen weit außerhalb des Normalen, nicht? Und wenn es dann 4-mal die Standardabweichung ist, dann sagen Sie, das ist ein Extrem. Das ist aber so, wenn Sie solch eine Verteilung haben, so eine Gaussverteilung, die Extremereignisse, die sitzen natürlich in den Enden dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung, sie treten selten auf, und deswegen ist Ihre Physik nicht gut verstanden. Und nicht gut verstehbar, nicht allein, weil wir so wenige Beispiele haben. Das waren jetzt 4 Topics. Fehlen noch 4. Ja, es gibt natürlich noch eins, das die Arktis betrifft. Also nicht nur Grönland, sondern auch die Arktis selber. Der gefrorene Ozean dort, wo die Eismassen, die Packeismassen kleiner werden, dünner werden, auch im Sommer weiter zurückgehen. Das Problem ist, dass wenn das Packeis in der Arktis zurückgeht, dann lässt es offenes Wasser zu. Ja. Das offene Wasser, bei jedem Sturm bilden sich Wellen. Wenn das Eis da wäre, würde es keine Wellen geben. Also diese Wellen, die dann bei dem offeneren Ozean tatsächlich auftreten, die schlagen dann gegen die Permafrostküsten. Die Permafrostküsten, das ist einfach Eis und Sand zusammengefroren, die tauen auf. Einfach nur durch den Wellenschlag? Und durch den Wellenschlag, nein, die tauen sowieso, also durch die Temperatur auf, und der Wellenschlag, der erodiert die Küsten. Und ja, es gibt tatsächlich Beispiele, auch ziemlich drastische Bilder, wie Häuser an der Klippe hängen und einfach vom Meer aufgefressen werden, sozusagen, nicht einkassiert werden, nicht in den Ozean. Und diese Permafrostküsten, die erodierenden Küsten, das ist auch ein Thema, das wir untersuchen. Und es gibt einige Dörfer, die schon ins Landesinnere ziehen mussten, um sozusagen wieder festen Grund unter den Füßen zu haben. Nicht? Und es ist so, dass die Erosion der Permafrostküsten in der Arktis ein großes Problem darstellen wird, auch in Zukunft. Das andere, was natürlich häufig dann auch in den Medien auftaucht, ist, dass wenn der Permafrost in Sibirien oder in Kanada auftaut, nicht, dann werden sich Sümpfe bilden, und wenn sich Sümpfe bilden, dann gibt es Methan, und Methan in der Atmosphäre. Methan ist ein Treibhausgas, das 20-mal effektiver ist als Kohlendioxid. Es ist allerdings in der Konzentration noch so gering, dass es noch keine große Rolle spielt, aber es könnte eine größere Rolle spielen, wenn dieses Methan tatsächlich in die Atmosphäre gelangt. Nicht? Und die Frage ist, tut es das? Nicht? Ist das wirklich die Frage, oder ist die Frage, wann tut es das? Die Frage, das klingt halt so, als würde es sowieso passieren, weil es ja wärmer wird. Und ja, die Frage ist aber, tut es das? Nicht? Was passiert mit dem Methan in so einem Moor? Nicht? Das Methan wird zum Teil auch durch Bakterien und durch Biologie einfach benutzt, verdaut, nicht? Und in CO2 umgewandelt zum Beispiel. Ich bin nicht Biologe genug, um zu sagen, wie effektiv das sein wird, aber das ist eine Fragestellung, die keiner noch so richtig beantworten kann, nicht, wie viel tatsächlich dort an Methan freigegeben wird. Und dann gibt es ja auch noch den anderen Fall, dass im Meeresboden an den Küsten in der Arktis unten diese Gashydrate, die gefrorenen Gashydrate lagern, nicht? Und mit einer Erwärmung des Ozeans wird, das ist Methan, gefrorenes Methan, wird das auftauen und dann das Methan durch das Wasser nach oben sickern. Und solche Methanquellen kennt man. Man weiß auch, dass das sozusagen aus dem Meeresboden kommt. Und man misst das Methan auch, das oben rauskommt. Die Frage ist in der Tat, aber wie viel kommt dann tatsächlich oben in der Atmosphäre an? Wie viel wird durch die Biologie im Ozean aufgefressen, sozusagen verdaut? Wie viel kommt oben an? Und das ist eine Frage, die bisher noch nicht abschließend beantwortet ist. Nicht? Ist das was, das Sie überhaupt modellieren können? Das klingt gerade so, als könnten Sie eigentlich nur hinterher nachgucken, wie viel gekommen ist. Wir können das im Augenblick noch nicht modellieren, weil wir die biologischen Prozesse, die diesen ganzen Methankreislauf regulieren, nicht völlig kennen und auch nicht beobachtet haben. Nicht? Und da ist noch einiges zu tun. Aber es gibt einen Indiz natürlich, die Gasblasen in den Eisschilden, die man untersucht. Nicht? Man kann ja, wenn man so ein Eisschild anbohrt, und in der Antarktis hat man das gemacht, auch in Grönland, in der Antarktis kriegt man sozusagen, ist das alte Eis unten 800.000 Jahre alt, und man kann aus den Gasblasen, nicht, das ist alles Schnee gewesen vorher. Ja. Nicht? Und der Schnee fällt und packt sich auf, und im Schnee ist viel Luft drin. Und wenn sozusagen der Schnee aufgebaut wird, durch ein Eisschild wächst, dann ist unten sozusagen der alte Schnee mit der alten Luft und
um der neue Schnee mit der jungen Luft. Mhm. Und man kann aus so einem Eiskern eben 800.000 Jahre alte Luft verfolgen, nicht? Oder man kann in dem ganzen Kern die ganze Geschichte der Zusammensetzung der Atmosphäre über die letzten 800.000 Jahre herauslesen. Und was wir lesen ist, es gibt einen interessanten Eiszeitzyklus für den Kohlendioxidgehalt, nicht? Der schwankt zwischen den Eiszeiten bei 180 Einheiten ppm, also Teile pro Million, bei den Warmzeiten 280. Wie viel haben wir jetzt? So 400. 400. Das heißt also, in den Eiszeiten und den Warmzeiten. Ich dachte, Sie sagen jetzt irgendwas zwischen 180 und. Nein. Das ist eben das Problem. Das ist das eigentliche Signal, das die Menschen einbringen. Und das ist etwas, was sicherlich in den letzten paar Millionen Jahren nicht gegeben hat, diesen hohen CO2-Gehalt. Ganz früher gab es natürlich höhere CO2-Gehalte als die Sauriere hier waren, aber dann war der Meeresspiegel auch eben 70 Meter höher als heute, nicht? Und die Sauriere hat das nicht gestört, die sind einfach bergauf gegangen, um auf Land zu trockenes Land zu kommen, nicht? Und wir können aber wir müssten unsere Küstenstädte alle umsiedeln. Einige hundert Millionen Leute wohnen an den Küsten. Aber das ist die Frage, nicht? Was passiert mit dem Methan und diese CO2-Kurven, die wir aus den Eiskernen sehen, die sind schön regelmäßig, mhm, schwanken zwischen 180 und 280 und wir haben jetzt den gleichen Betrag, den eine Eiszeit in eine Warmzeit umgewandelt hat. In 20.000 Jahren haben wir in 200 Jahren geschafft, mehr sogar. Und dieses Signal, das kann die Natur natürlich nicht verdauen. Und deswegen bleibt so viel in der Atmosphäre zurück als Treibhausgas. Und das wirkt sich natürlich aus. Gar keine Frage. Das, worauf ich noch hinaus wollte mit dem Methan, wir sehen natürlich auch den Methanzyklus. Der sieht genauso aus. Ja. Die Grenzen weiß ich jetzt im Augenblick nicht genau. Die sind aber immer Eiszeit und Warmzeit ziemlich ähnlich. Und es gibt in der Geschichte keinen großen Methanimpuls, ja, keine Methankatastrophe in den letzten 800.000 Jahren, obwohl es hinreichend warm war, nicht? Und die Frage ist in der Tat, was passiert mit dem Kohlenstoffkreislauf, mit dem CO2 und mit dem Methan? Und das ist etwas, was wir noch nicht so genau kennen, nicht? Und deswegen ist sozusagen natürlich ist es leicht zu sagen, es gibt eine Methankatastrophe, wenn der Permafrost auftaut. Genauso gut kann man sagen, aus der Geschichte kennen wir keine Katastrophe, keine Methankatastrophe. So. Also, wir müssen erstmal verstehen, warum das so ist. Und haben Sie eine Ahnung, was zu tun ist, um das zu verstehen? Ich glaube, das ist das auch, was unsere Wissenschaftler machen und auch andere Wissenschaftler natürlich von anderen Helmholtz-Forschungsinstituten. Die untersuchen natürlich, was passiert in der Tat, wenn so ein Stück Permafrost langsam auftaut und sich da so ein Moor bildet. Und was passiert denn in dem Moor, nicht? Und wir wissen von vielen Mooren, die sind auch CO2, also Kohlenstoffspeicher, wo einfach Torf aufgebaut wird. Und was ist aber die Bilanz am Ende, nicht? Und das ist etwas, was wir noch gar nicht kennen. Lässt sich sowas im Labor modellieren, also nachvollziehen? Ja, das ist schon schwierig im Labor, das mal. Es gibt vielleicht Laborexperimente, die sozusagen die biologischen Prozesse nachvollziehen können. Aber eigentlich müsste man tatsächlich, und das tun wir ja auch in Sibirien, in der Samoilov-Station im Lena-Delta, untersuchen wir, was passiert mit der Biologie, mit der Physik. Wie reagiert das Ökosystem, das Permafrost-Ökosystem auf die physikalischen Änderungen, also auf Temperaturänderungen, weniger Schnee oder mehr Schnee und all sowas? Ich hänge immer noch an den 400 ppm. Da habe ich tatsächlich nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir wären noch in irgendeinem normalen Rahmen. Entschuldigung. Nein, aber das ist diese CO2-Änderung, die wir eingefügt haben in den letzten 200 Jahren. Ja. Das ist das stärkste Klimasignal. Und ich, wenn ich öffentliche Vorträge halte, dann zeige ich immer zwei Kurven. Das eine ist natürlich die Beobachtung, die wir über die Temperatur kennen aus den Wetterdienstdaten, die auch aufgeht. Und die Information, die wir aus den Eiskernen haben über den CO2-Gehalt, nicht? Und eigentlich ist diese Kurve, nicht, dann sage ich den Zuhörern auch immer, diese Kurve über den CO2-Gehalt, das ist das, was Sie aus diesem Vorteil mitnehmen wollen, wenn Sie nichts anderes mitnehmen, diese Grafik, der CO2-Gehalt
außer Kontrolle, außerhalb der Grenzen der letzten paar Millionen Jahre. Und dass CO2 in der Atmosphäre nichts macht, das glaubt kein Klimaforscher. Natürlich ist CO2 ein Treibhausgas und das wird etwas machen. Natürlich kann man nicht genau vorhersagen, es wird wärmer, man kann nicht genau vorhersagen, was regional passiert. Nicht? Was passiert denn tatsächlich in den Wüsten? Nicht? Was passiert mit dem Regen? Nicht? Niederschlagsvorhersagen sind ja selbst heute fürs Wetter schwierig. Ja. Nicht? Da kommt so eine Wolke an, die ist dunkel und sie haben den Regenschirm mit und dann regnet es nicht. Und am nächsten Tag denke ich, es ist genauso dunkel, gestern hat es nicht geregnet, ich habe den Regenschirm nicht mit und dann regnet es. Ja. Und vor allen Dingen die Menge an Regen, die aus so einer Wolke rauskommt, zu simulieren, ist nicht trivial, es ist schwierig. Da muss man noch so einiges tun. Es ist nicht unmöglich, nicht, aber da ist noch einiges zu machen. Und der Wasserkreislauf ist etwas, was wir global gesehen weniger gut kennen als die Temperaturverteilung zum Beispiel oder die Luftdruckverteilung. Und wir wissen auch tatsächlich aus der Druckverteilung ziemlich gut, wie und woher der Wind kommt, mit welcher Temperatur er ankommt. Und Temperaturvorhersagen zu machen für die nächsten 10 Tage ist relativ simpel. Auch für die komplizierten Wettermodelle heute. Niederschlagsvorhersage ist immer noch ein Problem. Und wenn Sie dann über Klimazeitreihen, tatsächlich über Klimazeiträume, über 100 Jahre oder so etwas über die Niederschlagsverteilung aussagen wollen, ist es schon schwierig. Wir wissen so ein paar physikalische Grundlagen, nicht in einer wärmeren Welt, wo die Lufttemperatur höher ist, wird auch mehr Wasserdampf in der Atmosphäre sein. Das Potenzial für Starkniederschläge ist größer. Aber die Frage ist, tatsächlich organisiert die Atmosphäre den größeren Wassergehalt in der Luft tatsächlich so, dass er in Starkniederschlägen ausrechnet, in 2, sagen wir mal, oder dass es einfach 2 Wochen lang ganz langsam Landregen gibt, nicht? Und die gleiche Menge runterfällt. Mhm. Und das ist sozusagen immer noch die Frage, wie organisiert die Atmosphäre so etwas. Aber wir haben noch einen, die Landoberflächen. Nicht? Die Landoberflächen, da ist die Frage, nicht, Klimaänderungen machen natürlich, haben natürlich einen Effekt auf die Ökosysteme. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten bei den Förstern. Nicht? Die sind natürlich im Augenblick am Überlegen, nicht, ein Baum wächst 100 Jahre, nicht, ehe er geerntet werden kann oder vielleicht mal 50. Was für einen Baum pflanze ich eigentlich? Also welcher steht in 100 Jahren überhaupt noch? Genau. Ja. Und die fragen sich natürlich, nicht, was kann ich denn heute noch anbauen? Ja. Nicht, wo ich weiß, dass im Mittelmeerraum das immer trockener wird, wo ich weiß, dass bei uns wahrscheinlich die Sommer trockener werden und die Winter bisschen feuchter. Wir haben im Jahreszyklus immer noch genügend Grundwasser. Die Bauern müssen ihre Felder bewässern. Das ist teuer. Aber was macht sozusagen der Wald im Sommer, wenn kein Regen fällt, nicht in der Wachstumsperiode? Nicht? Und das ist die Frage, welche Bäume kann man noch pflanzen? Nicht? Und das ist das so etwas, was die natürlich interessiert. Die sind langfristig interessiert. Sie wollen natürlich auch genauso viel rausschlagen wie Nachwächst. Nicht? Sie müssen ja nachhaltig arbeiten. Und die Förster waren übrigens die Ersten, die über die Nachhaltigkeit gesprochen haben. Nicht? Von Karlowitz irgendwann 1700 und noch was. Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Nicht? Und weil die natürlich gesagt haben, ich habe einen Wald, ich habe eine Fläche, kann da Wald anwachsen und anpflanzen. Ich ernte natürlich genauso viel wie Nachwächst. Nicht? Ansonsten geht's Pech ab. Ansonsten verkarstet alles irgendwie. Ne? Naja, dann haben hat die Familie sozusagen, die den Wald besitzt, dann kein Einkommen mehr hinterher. Nicht? Also muss man genauso viel rausschlagen wie nachwächst. Und dieser Effekt der Klimaänderung auf die Ökosysteme, auch auf die Landwirtschaft zum Beispiel, das ist das, was in dem einen Topic noch untersucht wird, und zwar in Deutschland. Es gibt verschiedene Regionen in Norddeutschland, im Voralpengebiet, Mitteldeutschland gibt es bestimmte Beobachtungsbereiche, also größere, hektargroße Bereiche, in denen geguckt wird, was ist da, was wächst da, nicht, und wie viel Niederschlag fällt runter, was ist die Temperatur, sind die Sommer wärmer, die Winter wärmer oder mehr Schnee, weniger Niederschlag, mehr Niederschlag. Und diese physikalischen Änderungen, die wirken sich natürlich auf das Ökosystem aus, auf die Felder und auch auf die Wiesen und Wald. Und das wird dort untersucht, nicht? Andererseits hat natürlich auch der Bewuchs einen Einfluss darauf, was in der Atmosphäre passiert. Denn in einem Wald wird mehr Wasser aus dem Boden geholt und verdunstet, nicht? Der Wasserkreislauf wird dort sozusagen mit in Gang gesetzt oder mit forciert. Natürlich, wenn da
eine Wüste ist, passiert nicht viel. Nicht? Da ist nicht viel mit Wasserkreislauf. Da kann man also nur physikalisch gucken, nicht? Wie viel versickert, verdunsten kann nicht mehr viel. Und wie viel regnet es dahin? Nicht? Und das Interessante ist natürlich, wie auch die Energiebilanz wird verändert. Nicht? Weil ein Wald eine andere Aufnahme von Sonnenlicht hat als eine Wiese zum Beispiel oder Wasser oder eine Wüste. Wenn Sie, Sie sagten ja gerade, dass Sie in verschiedenen Bereichen der Republik gucken, können Sie die tatsächlich aufteilen nach, ja, wie nenne ich es denn? Ich habe gerade so ein Bild von künstlich gezogenen Grenzen in Afrika im Kopf. Ja, ja, aber Sie können hier natürlich, und der Grund dafür, dass man auch verschiedene Bereiche sich anguckt, ist natürlich, dass einfach die physikalischen Bedingungen, also die Meteorologie, die Atmosphäre, das Wetter im Voralpengebiet natürlich anders ist als in der norddeutschen Tiefebene. Nicht? In der norddeutschen Tiefebene haben Sie häufig Tiefdruckgebiete, die da durchsausen und die rechnen dann da ab. Die Tiefdruckgebiete an den Alpen, die müssen aufsteigen. Nicht? Und dort haben Sie viel stärkere Niederschläge als Steigungsregen, nicht? Als in der, im flachen Land. Nicht? Deswegen ist auch die Meteorologie anders. Es ist sozusagen das Wetter ist anders. Und dort wird auch natürlich der Klimawandel sich anders auswirken. Wo ziehen Sie denn die Grenzen? Also nach was für Kriterien? Ja, es ist schwierig, die Grenzen, da genaue Grenzen festzulegen. Aber zum Beispiel, also Voralpengebiet mit einem Relief, nicht, wo Sie Berge, Hügel und Berge haben. Oder Sie haben in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern einfach flaches Land. Und Sie haben Bereiche, wo es im Sommer weniger regnet als in Niedersachsen zum Beispiel. Nicht? Und es gibt, glaube ich, ein Feld in der Nähe von Jülich oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das liegt. Aber diese Bereiche gucken Sie einfach ganz unterschiedliche Landschaftsformen an und damit auch unterschiedliche Wettersituationen, im Sommer kommt der Regen meistens aus Gewittern. Nicht? Und diese Gewitter sind, wenn es dann auch noch Hagel gibt, häufig im Süden häufiger als im Norden. Nicht, die Hagelschläge, nicht, die sind im Voralpengebiet, also in Süddeutschland, viel häufiger. Und das ist auch ein Thema, das in dem anderen Topic, wo es die Extremereignisse gibt, nicht, das haben Sie, glaube ich, schon einmal angesprochen, da wird auch der Hagelschlag untersucht. Versicherungen sind daran interessiert, natürlich zu gucken. Ja. Nicht, was passiert denn eigentlich in Zukunft? Interessieren Sie sich eigentlich auch für die Arten? Also Bio? Dieses Topic über die Landoberflächen, die gucken sich natürlich an, wie die Biodiversität auch sozusagen vom Klima mit beeinflusst wird. Aber es geht nicht vorwiegend um die Biodiversität, sondern es geht darum, wie die physikalischen Eigenschaften, also das Wetter, Klima, sich auf die Landoberflächen auswirken und wie die zurückspielen und damit die atmosphärischen Verhältnisse ändern, auch weil die Oberfläche anders ist, wo dann plötzlich ein Wald steht, wo früher Acker gewesen ist oder wo ein Wald durch Ackerland ersetzt worden ist. Das ist steht im Wesentlichen dem Thema dran. Das heißt, so gesehen sind Sie eine Hilfswissenschaft für die Biologen, die sich dann die Biodiversität angucken. Im Prinzip ist das so. Ja, es ist eine Arbeitsteilung, die einfach sagen, nicht, wir sind ein im Wesentlichen naturwissenschaftlich, physikalisch, meteorologisch, ozeanografisch, Meereis fixiertes Forschersystem. Und die Biologen werden natürlich dann da andocken. Es gibt natürlich auch Mitarbeiter, die sich angucken, was passiert im Boden. Nicht? Der Boden, da wird ja auch Kohlenstoff umgebaut, dort werden die Pflanzen versorgt. Nicht? Und dieser Einfluss auf den Kohlenstoffkreislauf, der wird auch dort untersucht. Also Biogeochemie untersuchen wir auch dort. Nicht? Und da spielt natürlich die Biodiversität immer mit rein, aber sie ist sozusagen nicht das Hauptarbeitsgebiet. Nicht? Und dann haben wir natürlich noch ein Thema, was was kann der Mensch machen, um sich am besten anzupassen? Also Anpassungsstrategien. Was ist denn eigentlich das, was wir machen könnten, was wir machen sollten? Und wir wissen natürlich, wir haben das Klimasystem angestoßen. Klimaänderungen kommen, egal was wir tun. Wir müssen uns anpassen.
diese Anpassungsstrategien, die sind auch aus der Politik nicht lange nicht so gut diskutiert worden wie die Vermeidungsstrategien, wo man sagt, wir müssen einfach unsere Energieproduktion umändern. Nicht? Da gibt's ja die Energiewende und was immer man davon halten mag, wie gut sie durchgesetzt werden kann, das wird sich erstmal noch die Frage wird sich erstmal noch stellen. Aber eins ist ganz sicher: Wir müssen weg von Öl und Gas und Kohle. Und dieses Weg heißt dann natürlich andere Energieformen nutzen. Beim Öl ist es auch tatsächlich so, nicht? Es ist, dass man das verbrennt, ist eigentlich eine Schande. Das Öl ist ein Rohstoff, den man woanders viel besser gebrauchen kann, als ihn nur zu verfeuern. Ja, was den wenigsten Menschen klar ist, ist, dass auch die Arzneimittelindustrie eine petrochemische Industrie natürlich, ist. Natürlich, jeder ist, Kunststoff, der erzeugt wird, nicht? Und also es gibt viele, viele Beispiele. Und das Dumme ist natürlich, dass wir das leicht zugängliche Öl jetzt verfeuern und unsere Kinder und Enkel, die müssen das dann aus den Schiefern herauspressen. Ja. Nicht? Und das ist natürlich viel, viel teurer. Sind die Anpassungsstrategien, die Sie vorschlagen, sind die so eindeutig, dass es hinterher keine Diskussion mehr darüber gibt? Oder ist das immer wieder was? Weil eigentlich ist es ja eine politische Frage. Und Wissenschaftler, habe ich festgestellt, auf meinen Reisen tun sich immer sehr schwer, politische Fragen zu beantworten. Also das kommt darauf an, wer das macht. Aber wir haben bei uns natürlich auch Soziologen im Verbund, nicht? Und diese Soziologen, nicht, vom Umweltforschungszentrum in Leipzig und auch in Hamburg, nicht, vom HZG, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, die untersuchen natürlich schon, nicht, was ist die richtige Strategie, nicht? Und wie kann man, das ist ja ganz offensichtlich, die Klimaverhandlungen, nicht, wie kann man die eigentlich etwas besser, effektiver machen. Nicht? Wie kann man sie tatsächlich zum Erfolg bringen? Und die Diskussion, die wir im WBGU zum Beispiel haben, WBGU? Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderung, da ist die Frage, nicht, oder da ist die Einschätzung, dass diese nationalen globalen Klimagespräche im Augenblick festgefahren sind. Wahrscheinlich ist der effektivere Weg tatsächlich Allianzen zu bilden zwischen Firmen, Städten, vielleicht auch einzelne Länder, die sozusagen die Lawine ins Rollen bringen. Mhm. Es gibt ja diesen Städteverbund C30, C40 oder ich weiß nicht, wie viele das inzwischen sind, Klimastädte weltweit, die sich sozusagen auf die Tagesordnung gesetzt haben, wir wollen unsere Energiesysteme in den Städten umbauen. Mhm. Nicht? Und das wäre solch eine Allianz, nicht? Es gibt auch Firmen, die inzwischen schon sich überlegen, nicht die Energieproduktion weg vom Kohlenstoff auf regenerative Energien umzubauen. Nicht? Es gibt auch Firmen, wenn man bedenkt, dass ein Großteil, ich glaube 80% der CO2-Emissionen, der industriellen CO2-Emissionen, das wird von 20 riesigen Firmen gemacht, nicht? Oder irgend so eine Zahl. Also es ist unglaublich, wie groß die Firmen inzwischen sind. Und wenn man diese Riesenfirmen, die Riesenfirmen der Welt dazu bewegen kann, tatsächlich weg vom Kohlenstoff hin zu regenerativen Energien zu kommen, dann wird man schon viel bekommen, nicht? Und diese Diskussion, die sozusagen von unten Allianzen bildet und langsam die normative Kraft des Faktischen dann in die Politik trägt. Sozusagen. Richtig, genau. Ja. Und sozusagen das ist unsere Hoffnung, was daraus wird, das wird man dann sehen. Nicht? Leider ist sozusagen bei den Klimaverhandlungen eigentlich der Knoten nicht geplatzt. Nicht? Und Sie reden immer von dem 2-Grad-Ziel. Nicht? Wir haben schon fast 1 Grad erreicht. Nicht? Und dieses 2-Grad-Ziel, das ist erreichbar. Nicht? Wir müssen bloß alle weltweit bis 2070 vom Kohlenstoff weg. Öl und Gas und Kohle weg. Nicht? Und das ist machbar. Alles, was ich weiß von den ökonomischen Rechnungen, auch im Stern-Report steht so etwas auch drin, es kostet Geld, aber es kostet weniger Geld als die Wiedervereinigung in Deutschland. Für jedes Land heißt das 1 oder 2% vom Bruttosozialprodukt. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel, ja. Nein, man muss das bloß tun. Nicht? Und der Widerstand ist natürlich da, weil keiner will zuerst losgehen, weil das ist ein bisschen teurer, die Produkte werden teurer, deswegen wird keine Industrie sozusagen als einzelner Vorreiter sein, ich mache das.
Es sei denn, man lädt es so sehr moralisch auf, diese Vorreiterrolle, dass im Rahmen der Corporate Social Responsibility, was ja auch ein Marketing, ein Marketingwerkzeug ist, dass da jemand auf den Zug aufspringt. Ja. Das hoffen wir nicht, dass so etwas passiert. Und dann gibt es noch ein Thema. Nicht? Ja. Hier, dann haben wir tatsächlich alle acht durch. Ich bin noch bei den Anpassungsstrategien, da hänge ich gerade noch fest. Wenn Sie, in dem Moment, wo Sie Anpassungsstrategien sagen, sagt der Stammtisch, ja, wir können uns ja anpassen, da brauche ich ja gar kein kleineres Auto zu fahren. Was ist da ein gutes Argument dagegen? Also das Argument ist ja immer, wir verbrennen das Öl ja sowieso, dann ist es doch schnurzegal, ob ich das jetzt in 20 Jahren verbrenne oder in 30. Wie komme ich diesen Leuten bei? Ich habe das Gefühl, dass das völliger Unsinn ist, was die erzählen, aber ich weiß nicht warum. Wenn Sie sich anpassen, ist es ja die Frage, an was müssen Sie sich denn anpassen? Wenn Sie so weitermachen wie bisher, müssen Sie sich muss sich die Gesellschaft bis zum Ende des Jahrhunderts an 4 Grad plus anpassen. Das ist nicht trivial, selbst für uns. Wenn wir sorgsam mit unseren Energien umgehen und uns selbst nur ein bisschen sparen, hilft ja schon, nicht? Und sozusagen weniger verbrauchen und das 3 Liter Hubraumauto, nicht? Das sollte ein 3 Liter Verbrauchsauto werden. Das sollte unser Ideal werden, unsere Vorstellung, wie wir fahren. Nicht? Und das wäre natürlich gut, nicht? Oder am besten ein Elektromobil, wo der Strom aus Sonne und Wind gemacht wird. Nicht? Diese Anpassung, die hängt natürlich davon ab, wie wir uns verhalten, nicht? Und deswegen können wir nicht so weitermachen wie bisher, weil dann müssen wir uns immer mehr anpassen an Meeresspiegelanstieg von 1 Meter pro Jahrhundert. Und wenn wir aber sorgsam damit umgehen, sind es vielleicht nur 20 Zentimeter oder 30, wie es jetzt der Fall ist, nicht? 30 Zentimeter ist in 100 Jahren natürlich deutlich weniger als 1 Meter, nicht? Das hält der Deich noch aus, der Alte. Das hält der Alte Deich noch aus. Und deswegen ist das Anpassen natürlich einfacher, wenn wir tatsächlich auch vermeiden. Nicht? Und die Vermeidungsstrategie muss Hand in Hand gehen mit der Anpassungsstrategie. Und deswegen können Sie nicht einfach sagen, ich mache trotzdem weiter, ich kann mich ja anpassen. Irgendwann ist das mit dem Anpassen vorbei. Afrika kann sich dann nicht mehr anpassen, die haben sowieso schon Schwierigkeiten. Das sind arme Länder, nicht? Und mal haben sie Dürreperioden von mehreren Jahren und dann kriegen sie die Überschwemmung, dass die Wüste da einen halben Meter unter Wasser steht. Topic 8. Das letzte Topic, da geht es darum, nicht, was können wir aus der geologischen Geschichte, also aus Sedimenten im Ozean oder in Seen, aus den Eiskernen, was können wir aus diesen sogenannten Proxydaten, also Stellvertreterdaten für direkte Beobachtungen, was können wir darüber über schnelle Klimaänderung lernen, nicht? Und diese was ist schnelle Klimaänderung? Sie ist, glaube ich, schnell was anderes als für mich. Ja, die langsamen Klimaänderungen sind die Eiszeiten. Die brauchen 80.000 Jahre, um sich aufzubauen, 20.000 Jahre, um wegzuschmelzen. Diese schnellen Klimaänderungen passieren tatsächlich innerhalb von ein paar Jahren, nicht? Und es gibt Beobachtungen aus der Kaltphase unseres Planeten, nicht? Also aus den Eiszeiten, dass vermutlich durch Zirkulationsschwankungen im Ozean, vielleicht auch noch durch andere physikalische Prozesse, die wir noch nicht so genau kennen, Temperaturschwünge von 10 Grad innerhalb von ein paar Jahren oder einem Jahrzehnt vorgekommen sind. Nicht? Und diese Änderungen, da fragt man sich natürlich, sind die nur in der Kaltphase da? Was passiert in der Warmphase? Unsere Warmphase ist relativ lang schon und ziemlich stabil. Was passiert eigentlich in diesen Warmphasen? Was passiert in den Kaltphasen mit diesen schnellen Klimaänderungen? Nicht? Und dafür muss man natürlich, wenn man schnelle Klimaänderungen untersucht, muss man natürlich Sedimente finden, die hochstrukturiert sind, wo viel Sediment runterfällt, wo sie tatsächlich für eine Dekade so ein Stück haben, so einen halben Meter oder 30 Zentimeter in den Sedimenten im Meer. Da kriegen Sie, da ist so ein 10 Meter langer Kern, ist dann 1 Million Jahre. Nicht? Und Sie können also keine feine Auflösung für eine Dekade machen. Ja. Deswegen gehen Sie an Seen, nicht? In Sibirien zum Beispiel oder auch im Himalaya. Es gibt viele Seen, wo die Sedimente sehr schön strukturiert sind. Auch im Ozean gibt es so etwas, wo Sie tatsächlich dekadenweise und auch kürzer das auflösen können. Nicht? Und diese Sedimente zu untersuchen, das ist etwas, was dieses Topic macht. Jetzt ist die Konferenz zu Ende. Welche Ergebnisse erwarten Sie? Ist sie überhaupt auf Ergebnisse angelegt?
Natürlich ist sie auf Ergebnisse angelegt, aber diese Ergebnisse sind natürlich sozusagen die neuesten Forschungsergebnisse, die sind ja noch nicht veröffentlicht, meistens jedenfalls nicht. Deswegen denke ich, es gibt ein paar schöne, interessante neue Ergebnisse, die herauskommen in den Spezialgebieten dieser verschiedenen Topics. Es gibt sicherlich schon ein Ergebnis, das wir einfach durch die Anmeldezahlen schon haben, dass unser Klimaverbund, regionale Klimaänderung in der Helmholtz-Gemeinschaft, dass dieser Verbund erfolgreich aus dem Ausland, aus dem In- und Ausland 350 Leute oder vielleicht noch ein paar mehr zusammenbekommen hat, um die Klimafrage regional zu diskutieren. Wenn Sie sich jetzt die Bundesrepublik so angucken und in Regionen aufteilen, die Sie beforschen, wie geht es den einzelnen Regionen? Also wen trifft es am härtesten, wen trifft es am wenigsten hart? Ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Natürlich, und die sind ja alle unterschiedlich. Natürlich hat Hallighoge oder irgendeiner, der an der Küste wohnt, nicht so sehr mit der Temperaturänderung zu kämpfen, sondern mit dem Meeresspiegelanstieg. Nicht während in Brandenburg, wo ja weniger Regen fällt als in Niedersachsen, da ist dann der Niederschlag das Problem, die Niederschlagsverteilung im Sommer vor allen Dingen. Und in Bayern, da wird man natürlich fragen, wird der Steigungsregen, also der im Sommer und auch der kontinuierliche Regen, der durch die großen Tiefdruckgebiete im Winter, die häufigen Tiefdruckgebiete im Winter passiert, nicht, wird der Regen dort am Hang der Alpen einfach zunehmen, nicht, wird einfach der Untergrund ins Rutschen kommen, nicht? Und es gibt ja einige Beispiele, wo es so viel geregnet hat, auch starke Niederschläge, auch im Sommer, dass die Hänge nicht mehr halten auf dem Fels, nicht? Und dann rutscht halt eine Mure ins Tal und begräbt Häuser und Leute und Straßen, Eisenbahn unter sich. Und das ist auch was Sie nicht mehr vorhersagen können, ne? Ja, diese Vorhersagen, dafür braucht man natürlich Spezialisten. Und da gibt es in der Schweiz, da weiß ich das, da gibt es natürlich spezielle Vorhersagezentren für Lawinen zum Beispiel. Nicht? Und wenn der Winter etwas wärmer wird, dann ist die Chance, dass mehr Schnee fällt, auch da, nicht? Muss dann halt unter 0 Grad sein. Oder dass im Winter halt mehr Regen fällt und dann ist der Boden häufig so weich, dass auch die Muren abgehen können. Nicht? Und Muren und Lawinen, dafür gibt es bestimmte Dienste, die gucken sich das genauer an. Abgesehen davon, dass es unser aller Geld kosten wird, welche Auswirkungen werden wir alle zu spüren bekommen? Und das vielleicht nicht nur national, sondern alle nördlich der Alpen oder wie auch immer dann die nächstgrößere Skalierung ist. Ich glaube, das Offensichtlichste ist, wenn die Temperatur steigt, nicht, dann werden einfach Hitzewellen häufiger auftreten. Die Vorhersagen, die wir aus Klimamodellen kennen, ist, dass der Sommer von 2003 im Jahre 2040 normal sein wird. Und dass er 2070 ein kühler Sommer sein wird. Und das ist allein diese 2040. Vorstellung. 2040. Ist das nur, könnte ich sogar noch mitbekommen. Ja. Da bin ich dann so alt, dass ich an den Temperaturen versterben könnte. Genau, was man wahrscheinlich machen wird, weil wir reich genug sind, wir werden uns Klimaanlagen in die Häuser bauen. Ja, und den Strom müssen wir aber auch erstmal haben. Den Strom müssen wir haben, nicht? Und wenn der aus regenerativen Energien gemacht wird, dann ist das vielleicht sogar eine Lösung. Aber das sieht ja nicht so aus. Nee. Wenn man sich anguckt, wie viel Kohlekraftwerke inzwischen neue auch gebaut werden, nicht? Wenn die alten dadurch ersetzt werden und weil sie dann effektiver sind, die neuen, dann ist es ja fast in Ordnung. Aber besser wäre es natürlich, wenn man die Braunkohle überhaupt nicht mehr verfeuert und Kohle, sondern eben Wind- und Solarenergie benutzt. Und das im Verbund, im europäischen Verbund mit stabilen Netzen, das wäre was. Werden wir das erleben? Ich weiß nicht. Ich vielleicht nicht mehr, nicht, aber Sie bestimmt noch. Ich glaube, so als Resümee kann man sagen, wir haben viele Jahre, Jahrzehnte muss man sagen, seit Mitte der 70er Jahre etwas über das globale Klima gelernt. Das Kohlendioxid, das wir in die Atmosphäre pusten, wird innerhalb von ein paar Tagen zonal verteilt durch die Tiefdruckgebiete. Das ist also ein globales Signal. Die Frage ist natürlich, was macht diese globale CO2-Änderung mit der Temperatur? Die globale Temperatur, die kennen wir aus den Wetterdienstdaten, aber die globale Temperatur sagt nichts darüber aus, was hier in Bremen passiert oder in Berlin, nicht, oder in Bremerhaven
Und deswegen brauchen wir regionale Informationen. Diese regionalen Informationen basieren auf Beobachtungen, bestimmte Beobachtungen, die wir auch durch Experimente noch zusätzlich machen, hochauflösende Modelle, die wir ganz gut inzwischen im Begriff haben, die wir aber noch weiter verbessern müssen. Und damit hätten wir dann eine gute Vorhersage auch für die regionalen Prozesse nicht. Aber das ist etwas, woran die Klimawissenschaftler heute verstärkt arbeiten, nicht? Was passiert mit der globalen Klimaänderung tatsächlich regional vor Ort? Und was kann man tatsächlich benutzen für politische oder auch Entscheidungsträger in den verschiedenen Firmen und auch selber als Bürger? Und das ist unser Auftrag und das machen wir auch im Verbund auch mit den Klimabüros der Helmholtz-Gemeinschaft und mit dem Climate Service Center in Hamburg. Sie sagten vorhin noch, die Konferenz sei der Abschluss eines ersten Forschungsprojektes und gleichzeitig der Startschuss für das zweite Forschungsprojekt. Worum geht es im zweiten Forschungsprojekt? Im zweiten Forschungsprojekt haben wir unsere Themen etwas verändert, nicht? Und das, was wir gerade diskutiert haben, das sind schon die neuen Themen, die acht Themen, die wir sozusagen für die nächsten 5 Jahre, soweit ist der Verbund noch in Kraft. Mhm. Was dann danach passiert, das wird mein Nachfolger sich überlegen müssen oder wird sich die Helmholtz-Gemeinschaft dann überlegen müssen. Also bis Ende 2018 mit dieser Forschungsförderungsperiode wird RECLIM, das regionale Klimaprojekt der Helmholtz-Gemeinschaft, auch weiterarbeiten. Danach muss man dann sehen, nicht, ob man tatsächlich etwas Neues macht oder ob man das Projekt weiter vertieft. Und da werden wir sehen und das wird mein Nachfolger dann machen. Peter Lemke, vielen Dank. Bitte schön.